Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Quadrate. In diesem Tutorial geht es nicht um die Konstruktion eines Quadrates mit Hilfe der Zeichenwerkzeuge, sondern hier werden Textbefehle verwendet. Außerdem sollen bestimmte Quadrate konstruiert werden, die besondere Eigenschaften haben. Zunächst aber mal ein kurzer Wechsel zu einem fertigen Arbeitsblatt. Sie sehen hier eine Fläche, in dem vier verschiedene Quadrate zu sehen sind. Zumindest, wenn sie so unbewegt da sind, sehen sie aus wie Quadrate, denn ich habe einen rechten Winkel und ich habe überall gleich lange Seiten. Allerdings ist GeoGebra ja ein dynamisches Zeichenprogramm und deshalb ist ein echtes Quadrat in GeoGebra nur eines, das auch immer quadratisch bleibt, wenn man die Ausgangsobjekte bewegt. Probieren wir das mal bei dem roten Quadrat. Ich kann hier alle vier Punkte bewegen und man sieht, wenn ich sie bewege, ist meine rote Fläche plötzlich kein Quadrat mehr. Das heißt, das Quadrat ist eigentlich ein beliebiges Viereck. Es ist nicht genau festgelegt und deshalb kann ich auch jede beliebige Form herstellen. Nun zum gelben Quadrat. Man beachte hier den Unterschied zwischen den Punkten. Bei normalen Einstellungen ist es so, dass die blauen Punkte, die ich auch hier hervorheben kann, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber bin, diejenigen sind, die bewegt werden können. Graue Punkte dagegen können nicht bewegt werden. Das heißt, sie sind eindeutig konstruiert und deshalb nicht veränderbar. Probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich einen der Punkte hier bewege. Hier offensichtlich habe ich ein richtiges Quadrat, das auch im dynamischen Sinne immer ein Quadrat bleibt, auch wenn ich eines der beiden Ausgangspunkte bewege. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, auch das grüne Quadrat ist tatsächlich kein echtes Quadrat. Man sieht, dass ich hier von der Definition her in GeoGebra eher ein Parallelogramm habe. Denn wenn ich die drei blauen Punkte bewege, so habe ich immer ein Parallelogramm. Und nur noch zum blauen Quadrat bewege ich hier eines der blauen Eckpunkte, vollführen die anderen Punkte irgendwelche komischen Bewegungen. Das heißt, auch hier ist es der Fall, dass die Anordnung als Quadrat in diesem Fall eher Zufall war. Es ist nicht wirklich ein echtes Quadrat, sondern eine zufällige Anordnung von vier Punkten. So, gehen wir zurück in GeoGebra und überlegen wir uns, wie wir solche verschiedenen Quadrate zeichnen können. Das gelbe Quadrat ist im Prinzip das, was entsteht, wenn ich wie vorher ein Quadrat konstruiere. Allerdings geht es auch ein wenig einfacher. Es gibt hier ein Werkzeug, regelmäßiges Vieleck, mit dem kann ich ganz schnell mir Quadrate konstruieren lassen. Ich muss nur zwei Punkte angeben und dann habe ich die Möglichkeit, die Anzahl der Ecken einzugeben. Und bei vier gibt es eben ein Quadrat. Dieses Quadrat hängt von den beiden Punkten, die ich ursprünglich festgelegt habe, ab. Ich kann es zwar auch bewegen, indem ich auf die Fläche klicke und mit der linken Maustaste festhalte. Allerdings ist dieses Quadrat trotzdem instabil. Ich habe keine bestimmte Position, keine bestimmte Lage und auch keine bestimmte Seitenlänge. Und das wollen wir ändern, indem wir auf verschiedene Arten und Weisen Quadrate mal festlegen. Ich lösche zunächst mal den Punkt B und den Punkt A lasse ich. Nehmen wir uns mal als erste Aufgabe vor, ein Quadrat zu konstruieren, das immer waagrechte und senkrechte Seiten hat und eine Seitenlänge von drei Längeneinheiten. Wie könnte man das machen? Zunächst mal, es ginge natürlich auch zeichnerisch. Ich könnte eine senkrechte Gerade einzeichnen
zur y-Achse mit einem Kreis mit dem Radius 3 einen entsprechenden Punkt abtragen und so weiter. Allerdings ist das viel zu umständlich, denn es geht in GeoGebra wesentlich einfacher. Nehmen wir mal an, ich habe hier bei dem Punkt A jetzt eben die Koordinaten minus 2, 1. Wie würden dann die Koordinaten vom Punkt B lauten, wenn er rechts neben dran liegen soll natürlich? Dann müsste ich ja eigentlich nur die x-Koordinate um 3 ändern, also plus 3 rechnen, im Vergleich zu der von A. Und genau das kann ich auch machen, indem ich einfach den Punkt A nehme und plus 3,0 rechne. Hupsa, Komma natürlich. Das heißt, zum Punkt A wird beim x-Wert 3 dazu gerechnet, beim y-Wert nichts. Das Ergebnis ist ein Punkt B, der nicht beweglich ist, aber mit A immer mitbewegt wird. Und zwar immer so, dass er 3 Einheiten weiter rechts liegt. Ja, und wenn man das verstanden hat, kann man die restlichen Punkte C und D natürlich auch ganz schnell bestimmen. Ich kann durchaus auch den Punkt B jetzt in meiner Definition verwenden, aber ich hole mir mit Hilfe der Pfeiltaste nach oben, nachdem ich den Cursor hier reingestellt habe in die Eingabezeile, die alte Definition von B zurück und ändere das Ganze in C. Wie kriege ich den Punkt C hier rechts oben im Vergleich zu A? Ich muss bei dem x-Wert 3 dazu rechnen und bei dem y-Wert 3, also 3,3. Und Punkt D geht so ähnlich. Ich gehe, nachdem der Cursor in der Eingabezeile steht, mit der Pfeiltaste wieder nach oben und ersetze C durch D. Und was ich hier addieren muss, ist beim x-Wert nichts und beim y-Wert 3 dazu. Und schon habe ich meine 4 Punkte des Quadrates. Natürlich kann ich die mit Hilfe des Vielecke-Werkzeuges noch verbinden. Ich kann natürlich auch 4 einzelne Strecken machen, aber hier habe ich natürlich die Möglichkeit, mein Quadrat noch einzufärben. Ja, und so habe ich auf relativ einfache Art und Weise ein stabiles Quadrat erzeugt, das ich bewegen kann. Ich kann es bewegen, auch mit der Fläche. Allerdings springt der Zeiger immer auf A zurück. Allerdings ist es nicht beweglich mit den Punkten B, C, D. Die Lage bleibt also unverändert. Ja, das war das erste Beispiel. Andere Quadrate, die zum Beispiel drehbar sind mit einem bestimmten Radius oder der Radius ist beliebig, wird in den nächsten Teilen des Tutorials zum Thema Quadrate vorkommen. Viel Spaß jetzt beim Ausprobieren.